Was ist, sorry, da habe ich jetzt, irgendwas ist gone wrong. Was ist gone wrong? Archäologie. Archäologie, alles klar. Wir sind hier quasi in Jan Seid ihr schon unten, oder? Ja, du musst, du siehst dieses Loch da. Ja. Du solltest idealerweise nicht ganz runterspringen von oben, sondern über die Plattform springen. Alles klar, hier ist auch noch so ein komisches Aufzugssteuerung-Ding. Brauchen wir das nicht? Nein, es sei denn, du kannst das leisten. Ich werde jetzt erstmal sterben, weil mich irgendwer angegriffen hat. Weil du nicht aufgepasst hast, wo du langgelatscht bist. Ja. Okay. Das war doch ein super Start. Ja. Gut, wo springe ich dahin? Auf die Plattform, dann auf die Plattform. Nein, ich bin so genial, dass ich mich in der Luft verhake und zurücksetze. Ja, das ist auch gut. Wieso habe ich jetzt so viel Schaden bekommen? Weil du da runterspringst. Also ich weiß ja nicht, wie das bei dir in RL funktioniert, aber wenn du da irgendwo runterspringst, ne? Dann liegen da extra Kisten. Mal kurz in meine Darth Vader Kugel reingehen. Ja. So, das ist schön. Wir können uns schon mal einen Weg sparen auf jeden Fall, weil wenn, diese Crew Skills, die sind durchaus auch sinnig in Instanzen, weil wenn man Archäologie hat, kann man gleich schlichtweg die Tür hacken. Oh, das ist nett. Muss erstmal wieder auf den Kampf klarkommen hier. Du musst dir irgendwann von David mal erklären lassen, wie dieser Kampf funktioniert. Ja, das hatte ich ja eigentlich vor, aber irgendwie, Ja. Ist das untergegangen. So, ich zieh die mal alle hier zu dem Ding hin. Wie auch immer du das tun möchtest, ja. Oder bewegen die sich nicht? Ach, die bewegen sich nicht, ja, das ist total. Dann prügeln wir so auf die ein. Hier noch ein Stein. Nein, die Story von Atis ist relativ einfach. Es ist halt auch wie unsere Story-Mission selber ein Distress-Call. Und irgendwas funktioniert hier nicht. Wir müssen jetzt hier gerade mal rauskriegen, was ist denn hier jetzt falsch? Angeblich sollen hier irgendwelche Sith-Relikte rumörbeln. Dafür gibt es keine Quest oder wie? Ich habe sie nicht gefunden. Das kann sein, dass auf bestimmten Planeten irgendwelche Dinger rumstehen. Das weiß ich persönlich jetzt aber nicht mehr. Sie beten eine Art Sith-Legende an. Ich muss Schluss machen. Ja, immer mal, ne? Immer folgen. Weil, wie ich ja schon in anderen Flashpoints mal sagte, ja, man umgeht Möppels. Genau, ich habe da ja weniger Probleme mit. Ich kann hier rumschleichen. Der Anführer war ein Narr. Die Republik hat uns auf diesen Planeten geschickt, um zu lernen und zu sehen. Und wir haben so viel gesehen. Wir hören seine Stimme in unseren Köpfen. Wer redet hier eigentlich die ganze Zeit? Ja, also die Tür, die gerade redet, ist eine von denen, die wir gleich hauen, der Zwischenboss. Hause noch aus dem CC. Ja, du hast den direkt vor mir gestunnt. Was soll ich denn da machen? Aber. Bin ich schon zu dem hingerannt? Dann will ich noch hauen. Ach, da steht noch einer. Irgendwann lernt Graham das auch mit CC. Von daher, ich verspreche euch. Müssen wir die angreifen? Ja. Gut, dann CC ich doch mal ein. Seid ihr auf einer Rettungsmission? Ein Aufräumteam? Es spielt keine Rolle. Ihr werdet seinem Wort folgen. Guck mal, jetzt hat irgendwer anders die rausgehauen. Hier kannst du ja auch gar nicht CC'en. Die TUS, das Lilane übrigens, das ist Giftgebömmel, da bitte nicht drin stehen bleiben. Lilane Giftgebömmel, ja, ich halte nach lilanem Ausschau. Ich
Er wird wieder auferstehen und wir werden seine Lieblingskinder sein. Da war lila Scheiße. Also wenn ich was anderes tun soll, als auf die Tussi einprügeln, dann sag ich ja, also du bist DD. DDs haben klassischerweise immer die Aufgabe, die Ads zu hauen, wenn sie denn spawnen. Ah ja. Ihr werdet sein Werk niemals in eure Finger bekommen. Weil sonst passiert das, was nämlich gerade passiert ist, auch in Hardmode Flashpoints und Was ist denn gerade passiert? Apps zum Heiler und so. Ja, aber bist doch, hast du überlebt, oder nicht? Mann, Mann, Mann. Wenn du tot bist, dann kannst du meckern. Es ist meistens nicht das Problem, dass ich da zwingend so dran sterbe, sondern dass vor mir der Rest stirbt. Naja, es ist keiner gestorben bisher. Außer mir natürlich am Anfang. So, die Verfassung der überlebenden Forscher ist schlecht und sie werden es nie von Attis fortschaffen, wenn der Sender nicht aktiviert wird. Wir aktivieren den auf jeden Fall. Wenn sie den Planeten jedoch verlassen, ist das Risiko groß, dass die Seuche, die sie befallen hat, sich in der gesamten Galaxis ausbreitet. Wir tun es aber trotzdem, weil das gut ist. Weil, ne? Messer und Jedi und so. Alle gut, bis auf einen. Ach fuck, jetzt habe ich eine falsche Haltung drin. Was war denn nochmal die richtige Haltung? Schattentechnik. So, und da Gram ja immer nicht selber antwortet, muss man jetzt selber Werbung machen. Wieso? Hä? Wieso? Kein Gruppenchat. Ich hab den erstmal geschrieben, dass ich hier voll planlos bin. Damit die nicht anfangen zu meckern. So. Kannst du eigentlich schon CC'en? Ja, ich kann CC'en. Aber ich kann nicht CC'en, wenn die, Nein. Ne? Ist auch schon down. Juhu, Level Up. Jetzt. 32 bin ich schon. Ja, haben wir davon eigentlich die Hälfte haben wir schon, ne? Ja. Also ich habe jetzt hier übrigens meinen Erfahrungsschub reingeschmissen von den vielen, die wir haben. Ah ja, das könnte ich immer auch machen hier. Weil Flashpoints sind eigentlich so die beste Methode, um Erfahrungspunkte zu kriegen für sowas. Da finde ich, lohnen sich die Teile immer am meisten. Hier sind irgendwelche Schlingenpflanzen, aber die sind auch scheißegal, oder wie? Ach ja. Also erstens brauchst du dafür Biochemie und die Teile, da kannst du ein kleines Pet beschwören. So diese vier Teile, die herum, diese Snala, die herum immer den kleinen. Und die helfen dir dann, oder was? Ja. Aber es ist eher ein Gimmick als irgendwas anderes. Ja, das scheint ja auch noch eine der ersten Instanzen zu sein. Also sehr schwierig empfinde ich das hier nicht. Gut, ich bin DD, ich muss mich eigentlich um wenig kümmern. Aber deswegen bin ich auch DD geboren. Naja. Da muss man nämlich nur ausweichen und angreifen, das kriege ich noch hin. Das ist nicht richtig, dass du nur ausweichen und angreifen musst. Naja, hier schon. Du darfst auch nicht vergessen, das sind hier taktische Flashpoints, ne?
Ja, ich weiß immer noch nicht, was daran taktisch ist, aber... Ui, jetzt bin ich mal halt auf den Sack. Haben wir eigentlich zwei Heiler oder einen Heiler? Oder? Einen Heiler. Was ist denn die... So, du tarnst dich jetzt bitte mal. Ja. Und stunst den vorderen Elite, weil Dings nimmt den anderen. Okay. Ist gestunt. Ja. Und dann haust die Mobs. Hauen wir die Mobs. Also man kann auch so Fertigkeiten, die NPCs machen, mal unterbrechen, so wie Heilung und so, ne? Kann man das? Wie kann man das? Ach, ich habe hier meine Machtbetäubung. Alles klar. Denke damit, ne? Nee, du müsstest auch sowas haben, das nennt sich Mind Snap. Geistschmettern? Möglich, ja. Das klingt ein bisschen danach. Wenigstens nur einer von den beiden hier. Zack. Ja, die machen aber auch schon ganz gut Damage ab und zu. Ja. So. Die Schnuller. Ja, genau. Das ist der nächste Boss, die Schnullerbacke. Wenn die Kleinen da alle weg sind, spawnt in regelmäßigen Abständen Miniaturteile von ihm. Schön. Ja. So, und wenn der Typ jetzt clever ist, dann haut man den gegen eine Wand, weil der kickt. Ich hab irgendwie die Akku von dem. Ja, dann stell dich mal an eine Wand. Ja, bin an der Wand. Dann haust du weiter. Ey, irgendwie kann ich meine Skills, auf denen ich benutze, habe ich das... Ah, ich muss ihn vielleicht mal anwählen, dann geht das alles... Hey! Ja, ich sag ja, da stellt sich jemand nicht an der Wand. Kleinen sind gespawnt, wenn ich die loswerden könnte, wäre das ganz super. Ja, ja, schon dabei. Das Problem ist, ich habe irgendwie relativ wenig Macht. Kleinen. Jo. Ich komme. Das macht mich ein bisschen fertig. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Aua! Mann, ey, der ist aber zäh. Ja, es ist nur ein Chef, also, ne? Kaum mal einen Dino, das braucht einen Moment. Ich
Ihr seht schon, das ist alles nicht so einfach hier und gelegentlich ne, Snickers und so, wenn es mal wieder länger dauert. Oder was? Ja, ich weiß ich nicht. Ah, er ist tot, endlich. So, jetzt müssen wir hier eine ganz kleine Pause einschmeißen. Ich schneide die aber raus. Also, sind sofort wieder da. Immer ein bisschen am Rand halten hier, weil man pullt hier auch nicht alle Champions. Das wäre lästig. Okay. Wir haben hier, wie gesagt, schon ein bisschen was weggeräumt und ja. So, die Schnullerbacke. Erstens schmeißt die einen mit einem Dot zu. Das ist übrigens der Endboss. Zweitens verschwindet die zwischenzeitlich und irgendeiner kriegt dann so Flammen um sich rum. Und es spawnen 4 Fackeln. Vor diesen Fackeln muss man weglaufen. Ja, ich hoffe, das kriege ich hin. Ihr Narren, wie konntet ihr nur hoffen, uns herausfordern zu können? Nusavesh? Ja, der kommt gleich wieder. Ah, ich weiß, was du mit den 4 Fackeln meinst. Die, ja. Ja, und jetzt? Was machen wir damit? Du machst gar nichts. Weil die nicht hinter mir her sind. Genau. Aber die kriegt jeder random. Und das passiert jetzt 2-3 Mal und dann... Genau, das macht er das häufigeren Mal. Im Normalmodus bzw. im Hardmodus macht er dann auch noch irgendwelche Giftlaken, wie der erste Boss, den wir hatten. Ob er das hier auch macht, das weiß ich nicht. Iska hat den Quatsch, gell? Das ist schön. Hauptsache ich nicht. Aber das macht er immer nur auf einen, oder wie? Genau. Derjenige, der dieses Britzeln um sich rum hat, du hast dann einen Buff, der abläuft und solange bis der Buff abgelaufen ist, ja. Und die machen auch nur an demjenigen Schaden, oder? Die machen auch nur an demjenigen Schaden. Das ist ein bisschen zu früh mit dem Quatsch hier, sag ich jetzt mal. War knapp. Ja. Nee, die hat es. Naja, ganz locker. Ja, also man total muss mal sagen, jetzt ist diese Ini relativ easy, weil wir einfach auch schon größer sind. Normalerweise kommt man von dem Level hier hin, da hat man noch keinen Entgiften. Und dann kann ich euch sagen, ist das eine richtig Pain da, wo die Sonne nicht scheint. Da, der müsste aber gleich umklatschen hier. Mhm. Ja, wenn sie sich jetzt nicht umbringen lässt. Ah, knapp. Ja, ich sag ja das. Manche Leute sind hier sehr optimistisch. Finde ich gut. Nein. Das war es aber auch von ihm. Ja, ja, das war's. Auferstehen in weiteren 1000 Jahren. Na dann. Und wie war es das, oder wie? Das war es, das war Etis. Jetzt Bereich verlassen. Genau. So, und in die Ausgangslage, nicht in die Exit-Location. Vorherige Position. Ja, ja, genau.